Für die jungen Flüchtlinge ist es ein großer Moment. Sie lesen zum ersten Mal Deutsch. Ein bisschen Aufregung spielt schon mit, aber sie treten selbstbewusst auf die Bühne in der Heiligkreuzkirche. Ihr Ziel ist es, in ihrer neuen Heimat zu zeigen, dass sie sich integrieren wollen. Die Säuglinge grüßen sie von der Mutterbrust. Es hat Spaß gemacht und es war aber auch so eine Freundschaft, die so tief ging, weil die alle so liebenswürdig sind und da so gekämpft haben, weil die ja alle erst ganz kurz Deutsch lernen und den Inhalt von diesen schweren Texten zum Teil gar nicht begriffen haben, logischerweise. Und ich konnte zum Teil das auch gar nicht vermitteln, weil da so uralte Begriffe verwendet wurden von dem Wassermann. Keine von denen. Ohne Proben geht es nicht. Lina, Ribal und Majid sind erst vor wenigen Monaten aus Syrien gekommen. Seit ein paar Wochen lernen sie Deutsch. Als sie von der Aktion Würzburg liest ein Buch erfahren, waren alle drei sofort begeistert. So können sie die fremde Sprache und neue Freunde kennenlernen. Es ist nicht so schwer, weil ich lerne jetzt Deutsch und alles klar für mich. Einer meiner Freunde rief mich an und erzählte mir von der Aktion. Und ich mag die Idee. Jetzt bin ich da. Ich möchte hier bleiben. Ja, weil Deutschland ist sehr schön und Wolfsburg auch. Die Leute ist auch sehr gut. Was schreibt ihr da, Gnaden? Sagte Linette. Ihr tätet besser, euch um euer Kind. Der Schauspieler Rainer Appel und die jungen Syrer lesen in Deutsch und in Englisch. Dann wollte ich auch ein eigenes Projekt anbieten. Das ist diese Bearbeitung des Buches, so auf 70 Minuten etwa. Für mich ist es natürlich was ganz Neues. Und ich bin begeistert von der Liebenswürdigkeit und von dem Zusammenhalt, von der neuen Freundschaft, die auf Anhieb entstanden ist durch das Gemeinsame, was wir machen wollen. Es war ein großes, dumpfes, dunkles Zimmer. Der Aufruhr um den Junker Ernst spielt zur Zeit des 30-jährigen Krieges. Die Geschichte: Junker Ernst gewinnt als Märchenerzähler in Würzburg und Umgebung zahlreiche Anhänger. Diese befreien ihn aus den Klauen der Inquisition. Die historische Erzählung ist aktueller denn je. Im Nachhinein ist auch gekommen, dass manche Texte in dem Buch, die ja auch von Machtausübung und von Folter erzählen, dass die sich zum Teil tragisch decken mit den Erlebnissen zu Hause in Syrien. Und dass wir da manchmal in Tiefen kommen, die schon einen beanspruchen. Die jungen Syrer werden immer lockerer, je öfter sie den Text lesen. Sie proben fleißig für die Aufführung. Vor allem aber freuen sie sich, dabei sein zu dürfen bei einer Aktion ihrer neuen Heimatstadt. Würzburg liest ein Buch. Wie es weniger mehr gibt am Heiligen Römischen Reich. Ich habe für die Flüchtlinge die Stellen eigentlich vorgesehen gehabt, die haben sie dann ja auch gelesen, wo es darum ging, dass der Junker in dieses fremde Gemacht da beim Bischof einziehen muss und wie er das beobachtet und sieht und wahrnimmt alles. Die gehen ja auch jetzt in eine fremde Welt alle, ne? Und dann die Sache mit dem Foltern und der Angst vor Machtausübung. Die Stellen haben sie ja auch gehabt. 70 Minuten dauert die Lesung. 70 Minuten, in denen sich junge Flüchtlinge fühlen, als würden sie schon immer in Würzburg dazugehören.